da mir das Kabelschlepp doch ein bisschen arg durchgehängt ist auf die Länge, habe ich jetzt doch hier noch so eine Auflage reingemacht. Einfach auch wieder so ein L-Profil. Ist ein bisschen dünneres. Das ist 2 mm stark. Und müsste auch wieder 20 auf 20 sein. Ja. Ja. Genau, einfach halt unten ankalten. Daran die beiden Löcher markiert. Also hier kommt ihr dann quasi der Kabelkanal noch drauf oder festgeschraubt. Und auf der anderen Seite sind ja auch die gleichen Löcher hier drin. Da habe ich auch einfach in das L-Profil wieder die zwei Löcher bohrt und da wird es dann einfach mit zwei Schrauben befestigt. Ich wollte am Anfang eigentlich nichts hinmachen, um Gewicht einzusparen, aber ich glaube, besser ist es auch, wenn da noch die ganzen Kabel drin sind, kommt da schon ein bisschen Gewicht drauf. Und das 2 mm L-Profil wiegt jetzt auch nicht den Teufel. Ich habe mir jetzt hier noch so einen Monitorhalter hingemacht. Ich schaue mal, ob ich den irgendwie finde, dann verlinke ich ihn auch. Ich habe den jetzt hier von einem Freund geschenkt gekriegt. Ja, der wird hier unten einfach, habe ich mir so einen Bolzen hergeschweißt mit 20 mm Durchmesser. Den muss ich dann noch gescheit ausschweißen. Und da wird dann das Teil einfach drauf gesteckt. Und diesen Arm, also da kann man eben die Höhe verstellen, die Neigung und das Ganze so drehen, wie man es braucht. Da werde ich mir auch noch eine Platte basteln, die ich da dazwischen schraube, die dann hier unten irgendwie so vorsteht, dass ich da noch irgendwie Tastatur hinmachen kann. Ja. Okay, ich habe jetzt für das Kabelschlepp von der langen Achse auch noch so eine Stütze für das Kabelschlepp gemacht, dass das einfach auch nicht so durchhängt auf die Länge. Einfach ein paar Winkel zusammengeschweißt. Genau, und dann halt unten angeschraubt. Das werde ich aber noch ein bisschen verstärken müssen, weil das, also es stützt zwar gut ab, aber wenn man es jetzt hier so anstupst, dann ja, wobbelt das hin und her. Und das hört auch nicht mehr auf. Also man hält es an. Aber wenn nicht, dann macht es ewig so weiter. Ja. Die Meisterkonstruktion. Nee, Spaß beiseite. Da werde ich hier einfach noch schräg so eine Verbindung reinschweißen, weil das L-Profil, das ich hier genommen habe, ist einfach torsionsmäßig viel zu labil. Also wenn ich es so und so drücke, dann ist es wirklich steif, aber so ist es viel zu wabbelig. Aber das muss ja auch nur das von oben abfangen und das macht's, da drückt sich nichts durch. Genau. Zur Vorbereitung für die Verkabelung habe ich auch schon mal ein paar Kabelkanäle angebracht, wo ich mir so gedacht habe, dass ich die Kabel verlegen werde. Zwar zu den Endschaltern, ja, einfach mit dem Groben. Und ja, als nächstes werde ich dann mal mit der Verkabelung beginnen. Ja.